neue Dimension von Traktion. Hydraulic Auxiliary Drive. Das neue System Hydraulic Auxiliary Drive ist eine zuschaltbare Anfahrhilfe für straßenorientierte Lkw, die kurzzeitig maximale Traktion benötigen, aber auf eine hohe Nutzlast und einen wirtschaftlichen Kraftstoffverbrauch nicht verzichten wollen. Hierfür werden die Vorteile des klassischen Antriebs mit den Vorteilen eines Allradantriebs kombiniert. Zuschaltbare Radnabenmotoren an der Vorderachse sorgen für zusätzliche Traktion im Gelände. Die Hydraulik-Drehverteiler im Achsschenkel schützen vor Verdrehungen der Hydraulik-Hochdruckschläuche beim Lenken und sichern damit eine hohe Lebensdauer. Die Hochdruckpumpe am motorseitigen Nebenantrieb stellt auch während des Schaltens die volle Zugkraft zur Verfügung. Die seitlich angeordnete 20 Kilowatt Kühlanlage sorgt dafür, dass das System auch bei längerem Einsatz nicht überhitzt. In der Praxis wirken sich diese Vorteile wie folgt aus. Wenn sich das Fahrzeug im Gelände festgefahren hat, kann der Fahrer Hydraulic Auxiliary Drive über einen Schalter in der Brüstung aktivieren. Das Symbol leuchtet weiß bzw. blau, wenn das System aktiv eingreift. Durch die nun verfügbare zusätzliche Traktion kann das Fahrzeug problemlos seine Fahrt fortsetzen. Auch beim Rückwärtsfahren im Gefälle besteht je nach Untergrund schnell die Gefahr durchdrehender Reifen. Auch hier dient Hydraulic Auxiliary Drive als verlässliche Anfahrhilfe ohne ein Durchdrehen der Reifen. Die Aktivierung des Systems ist jedoch auch grundsätzlich während der Fahrt möglich. So kann der Fahrer, wenn der vor ihm liegende Untergrund Anlass dazu bietet, Hydraulic Auxiliary Drive jederzeit zuschalten, um ein Durchdrehen oder Eingraben der Reifen rechtzeitig zu verhindern. Im Fahrmodus Automatik schaltet sich das aktivierte System selbstständig ab, wenn das Fahrzeug schneller als 25 km/h fährt. Das blaue Symbol im Kombi-Instrument wird weiß. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs unter 15 km/h, wird Hydraulic Auxiliary Drive automatisch wieder aktiv. Sobald das System bei benötigter Traktion an der Vorderachse greift, wechselt das weiße Symbol im Kombi-Instrument zu blau. Hydraulic Auxiliary Drive ist zwischen 350 und 500 Kilogramm leichter als ein klassischer Allradantrieb und sorgt so für deutliche Einsparungen bei Gewicht und Kraftstoffverbrauch.